Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Was ist mit ihm los? Oh, er wackelt aber ganz schön mit seinem Aiming rum, der Drecksack. Ja, willkommen heute am Donnerstag. Ihr wisst, jetzt ist gleich Livestream um 18 Uhr. Und ich bedanke mich hier direkt mal bei euch für euren Andrang gestern. Alter, der ist gerade teleportiert. Für euren Andrang gestern bei Macht-Spaß-Videos. Hat mich sehr gefreut. Ihr wisst ja, dass da viel Zeit in die Macht-Spaß-Videos gehen. Viele haben auch gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie ich so ein Video mache. Also so ein Workshop, beziehungsweise also sowas wie How-To, wie macht man meine Videos oder eben diese Macht-Spaß-Videos, worauf ich da Wert lege und so weiter. Möglicherweise mache ich sowas mal, dass ich so einen kleinen Einblick gewähre, wobei da eh nichts Besonderes ist. Ich mache es halt einfach so, dass es mir gefällt. Alter, guck mal, wieder auf abzappeln, der Drecksack, der Verschissene. Ach ja, und im letzten Overwatch-Fall, waren ja viele von euch sehr unschlüssig. Beziehungsweise, wir haben gemerkt, es war ein schwieriger Fall. Am Anfang haben die Boys ja ganze Ghost gespielt, also haben scheinbar zusammengearbeitet, also auch gesprochen und so weiter und so fort. Da hatten viele die Meinung, dass da nichts war, und am Ende war es halt dann merkwürdig. Also ich habe mir am Ende auch bei manchen Shots gedacht, oder bei manchen Situationen gedacht, was machst du denn da? Weil er hat ja wirklich hart, nicht so wie hier jetzt, sondern er stand halt echt merkwürdig da. Also er hat nicht jede Ecke gecheckt, aber ab und an, wenn der Gegner da stand, hat er sie gecheckt. Beziehungsweise er hat, warte mal ganz kurz, war das jetzt ein, nee, es war kein, ist, nee, der Suspect ist eher, ich dachte, okay, alles gut. Ich dachte kurz wegen Griefing. Er hat merkwürdig gespielt, nichtsdestotrotz war ich mir da einfach zu unsicher. Also ich weiß selbst, wie das ist, wenn man halt dann ab und an einfach mal ein Go macht oder eine Überlegung hat. Ich gucke jetzt mal doch noch dahin oder ich schieße jetzt doch in den Smoke und treffe dann sogar einen, wie merkwürdig das aussehen muss. Und sowas kann diverse Male halt auch passieren. Also viele von euch haben halt dann geschrieben, möglicherweise hat er am Ende Vision Assist an. Genauso viele haben auch gemeint, dass er komplett clean war. Viele haben gesagt, er ist halt einfach, hat eine höhere Elo, hat, was macht er denn da? Und das ist einfach Bunny Hops. Er hat auch einen hohen Skill oder Spielverständnis, viel Spielverständnis. Also ich war mir bei ihm zu unsicher, ne? Ich will niemanden verdonnern, gerade weil am Anfang ja wirklich alles super aussah. Und eben später vieles mit Luck, man darf halt einfach das Time-Luck nicht vergessen. Und eben auch merkwürdige Herangehensweisen, die jeder mal an den Tag legt. Wenn man diese Sachen zusammenzählt, dann sind die meisten Dinge erklärt. Also was er da gemacht hat, warum er zum Beispiel, er stand da und hat an die Smoke oder in die Smoke geschaut. Und in der Smoke waren, ich glaube, wie war die Situation, 2 CTs und einer wurde wohl gekillt und er hat aber immer noch dahin geguckt, weil er den anderen vermutet hat, den zweiten. Beziehungsweise hat dann irgendwann anders auch zum richtigen, alter Falter, zum richtigen Zeitpunkt, hat er zurückgeschaut in T-Stairs. Also, klar sagt man, woher kann er denn wissen, dass da einer ist, aber er kennt das genauso, wenn er intuitiv arbeitet. Also ich meine, dann man denkt sich, da ist bestimmt jetzt einer. Ich gucke hin, batsch, schon ist er weg. Stellt euch vor, sowas passiert euch 2-3 Mal in einem sehr guten Spiel. Und dann habt ihr hinzukommt noch Luck einfach in der Situation, ne? Dass ihr irgendwo der Nathan schmeißt und niemanden trefft, so ungefähr. Und schon mag es merkwürdig aussehen. Ja, also ich habe ihm, um es jetzt kurz zu machen, halt nichts gerückt. Aber es war ein schwieriger Fall, ja. Man muss sich halt sicher sein. Ja, man will nicht jemanden bannen, der einfach nur Glück hatte. Der auf einmal das Spiel seines Lebens hatte und deswegen dann gebannt wird. Das wollen wir nicht, ja. Ich denke, viele von uns kennen diese Situation, wenn man abgeht. Und dann wirst du des Cheatens verurteilt. Nee, nicht verurteilt, sondern ihr wisst schon, das ist dann halt Kacke. Also das ist übrigens der Grund, das wissen ja die meisten schon, aber ich sag's trotzdem nochmal, das ist der Grund, warum mein Enemy-Team, ich glaube CL-Enemy-Team-Mute oder sowas, 1, das habe ich immer an. Also ich kann das, was die Gegner schreiben, nicht lesen, weil ich mich einmal habe sehr kirre machen lassen. Wir haben einige Wingman gespielt, Beryl und ich, und es hat angefangen, dass die halt gemeint haben, wir würden cheaten. Und im nächsten Spiel waren dann wieder welche, die gesagt haben, dass ich cheaten würde. Und im dritten Spiel, ich weiß es noch genau, es war auf Lake, haben sie mich ultra oft reported. Und ich habe halt wirklich insane Shots gemacht. Ich habe zu Beryl, während wir gespielt haben, gesagt, oh mein Gott, wenn das jemand sieht, bin ich gebannt. Und seitdem habe ich das Enemy-Team auch auf Mute. Ich habe mich dadurch so aus der Fassung bringen lassen, dass ich anders gespielt habe. Nicht zwingend schlechter, aber anders. Also komplett ich habe nicht mehr auf mich gehört, ich habe nur noch feste Sachen gespielt und habe manchmal wirklich gehofft, dass ich ihm jetzt nicht aus Versehen einen Headshot drücke oder so, schon wieder. Das hat mich damals ziemlich kirre gemacht, das ist einige Zeit schon her. Ja, ihr wisst halt einfach, wie es ist, wenn es rennt, dann rennt's. Bei ihm rennt's ja auch, aber wirklich in die verkehrte Richtung, den Berg rauf.
rennt das ja gerade mit Hilfe. Also er ist natürlich gebannt, ist klar. Ja. Was ein Drecksack, oder? Guck ich das mal. Der Bot, das ist schwierig, ne? So einen Bot zu erschießen. Wie ist denn das bei den, wie ist denn das bei so einem Aimer? Macht der Aimer auch Unterschied zwischen Mensch und CPU? Glaubt ihr, der Aimer merkt das? Und erkennt vielleicht, ich meine, der erkennt ja eigentlich die Models, nehme ich an, und nicht die ID praktisch. Ist das jetzt, hat ein CPU, also ein Bot, eine andere Erscheinung für einen Cheat wie ein Mensch? Keine Ahnung. Naja, ich werde ihm hier gleich dick was reindrücken oder vielleicht auch nicht. Nee, den werde ich dick was drücken. Ihr könnt ja natürlich gerne wieder mitmunkeln. War es jetzt Aim Assist, war es Vision Assist, war es Other External, Griefing oder alles zusammen oder nur zwei davon? Mal gucken, ja. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Kommt in den Livestream, er ist jetzt, also um 18 Uhr fängt er heute wieder an. Am Dienstag, das war ja der 1.1., haben wir schon richtig schön reingestreamt. Das hat sehr viel Bock gemacht. Der erste Stream des Jahres hat direkt reingescheppert wie Sau. Und heute juckeln wir auch wieder ordentlich rein. Und hier auch nochmal vielen, vielen Dank für die Beschauung des Macht-Spaß-Videos. Das freut mich extrem, wenn ihr da reinguckt, weil die Videos halt einfach ewig brauchen. Also das letzte, das gestrige Macht-Spaß-Video hat jetzt, glaube ich, eine Stunde aufnehmen und dann halt so zweieinhalb Stunden. Es ging eigentlich recht flott, 2,5 Stunden Bearbeitungszeit. Es geht sogar, ich weiß, es geht sogar. Dennoch ist es, glaube ich, ganz gut geworden. Alle, die es nicht gesehen haben, schaut mal rein. Es ist auch, ich habe ja gesagt, sehr, sehr wichtig bezüglich Bonuspunkte für YouTube-Giveaways. Ja? Also da bin ich wirklich höchst erfreut, wenn ihr da reinschaut. Okay, ja, soweit, so gut. Hoffentlich wird meine Voice aufgenommen. Ich habe nämlich, vorhin hier rumgesteckt, aber es läuft. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Wir sehen uns jetzt dann live im Livestream. Ciao, auf Twitch, Link ist überall.